Den Deutschen Buchpreis 2016 für den Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Bodo Kirchhoff. Ich bin seit 46 Jahren in Frankfurt, seinerzeit hierher gezogen wegen eines berühmten Verlags, den es nicht mehr gibt, dafür einen Spross, der die Literatur in dieser Stadt mit hochhält. Und in all diesen Jahren hätte ich es mir kaum träumen lassen, dass ich einmal in diesem Kaisersaal hier einen solchen Preis entgegennehme. In letzter Zeit, das muss ich offen zugeben, habe ich allerdings zweimal daran gedacht. Jedes Mal verbunden mit einer guten Portion Aberglauben, und das hat wieder mit Frankfurt zu tun. Denn kurz bevor die Shortlist bekannt gegeben wurde, hat die Eintracht 2-1 gegen Leverkusen gewonnen. Und am Montag drauf stand wieder Farnes auf der Liste. Und vorigen Samstag, ich hoffe, Sie wissen das alle, da hat die Eintracht den Bayern ein 2-2 abgerungen, lange in Unterzahl. Und jetzt am Montag stehe ich hier. Frankfurt hat auch aus diesen Gründen für mich eine sehr gute Energie. Nachdem etwa um das Jahr 2003 dieser Preis in einer Frankfurter Wohnung ersonnen wurde, da war die Stadt auch sehr bald dabei, ohne darauf zu bestehen, dass dieser Preis in Verbindung mit dem Stadtnamen genannt wird. Das Projekt hieß damals Deutscher Literaturpreis und es ging dann über in die Hände des Börsenvereins, hieß von da an Deutscher Buchpreis. Und dem Börsenverein ist es zu verdanken, dass dem Wichtigsten an diesem Preis Geltung verschafft wurde, nämlich dass am Ende nicht nur ein Buch interessant ist für Leserinnen und Leser, sondern mehrere. Ja, dass die Leser selbst entscheiden, was für sie das Beste ist. Eine Jury besteht ja aus Menschen. Und eine jährlich wechselnde Jury, bei einer jährlich wechselnden Jury wechseln natürlich auch die Maßstäbe und die Geschmäcker. Aber ich denke, das gleicht sich für die, die an dem Preis teilnehmen, über die Jahre aus. So wie sich die Tatsachenentscheidungen beim Fußball für die eine und die andere Mannschaft im Laufe der Saison ausgleichen. Einen Videobeweis gibt es in der Literatur nicht. Auch wenn mancher im Fernsehen gern so tut, als hätte er den Videobeweis. Es gibt nur den Text und es gibt das Bemühen, die Person des Autors und der Autorin nicht mit dem Text zu vermischen. Und auch für dieses Bemühen möchte ich der Jury ausdrücklich danken. Und dann noch vielleicht ein paar Worte zu dem Buch, wenn Sie erlauben. Etwa vor 5 Jahren habe ich das Wort Widerfahrnis zum ersten Mal gehört. In dem Zusammenhang der Theologie, aber man findet es auch bei Heidegger. Dagegen findet man es nicht im Duden. Und für den Schriftsteller war das natürlich ein wunderbares
vielleicht auch mulmiges, aber auch verrücktes Gefühl, dass er von da an Inhaber, alleiniger Inhaber eines so machtvollen Wortes ist. Was für ein Titel, dachte ich, aber es gab keine Geschichte zu dem Titel und die wollte ich mir auch nicht ausdenken. Die sollte irgendwie kommen, sie kam aber nicht. Ich habe dann etwas anderes geschrieben. Das war dann erst der Fall letztes Jahr auf einer Reise nach Sizilien. Im Gepäck ein Manuskript, an dem ich schon lange gearbeitet hatte, und am Steuer meine erste und unerbittlichste Leserin, die überhaupt noch nicht zufrieden war mit diesem Manuskript. Sie fordert immer eine Gratwanderung zwischen einem Erzählen, das gut tut, und einem Erzählen, das wehtut. Und dieses Wehtuende, das war dann auf dieser Reise nicht mehr zu übersehen. Und so kam es dann zu einem langen Herbst und einem noch längeren Schreibwinter in Frankfurt. Und damit bin ich wieder bei der Stadt, bei diesem für mich so weltoffenen Ort der Buchmesse und einer geistigen Tradition, zu der inzwischen auch diese Stunde im Kaisersaal des Römer zählt. Und ich bin sehr viel glücklicher, als man mir das vielleicht ansieht, dass ich hier stehen kann. Und ich danke denen, die dazu beigetragen haben, und danke Ihnen allen.